Wenn du jemandem mitteilst, dass du Schmerzen hast, ja? Widerspricht das der Geduld? Ich kann mich, während du gesprochen hast, habe ich mich an die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erinnert, während er im Sterben lag und er gefragt wurde, ob er Schmerzen hat. Und dann hat er ja gesagt, dass er Schmerzen hat wie zwei Männer. Doppelt so starke Schmerzen wie zwei Männer ertragen. Also kann ich mir das nicht vorstellen, mein lieber Bruder, weil unser Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, dass er Schmerzen hat. Und natürlich gibt es, wenn man Schmerzen hat, wen du fragst. Manchmal, so ist es, wenn man, du sprichst mit einem Bruder und sagst dem Bruder, ich kann seit gestern meinen Arm nicht bewegen, ja, ich habe Schmerzen. Vielleicht wird er dir einen guten Ratschlag erteilen und sagt, hey Bruder, da musst du unbedingt was machen. Bruder, da ist ein Arzt, den ich kenne, ich hatte das gleiche Problem. Aber einfach nur mit, wie ist das Wetter? Schön, ich habe Schmerzen, ich auch. Was ist deine Nähe, was ist deine Intention? Es wird doch überliefert von Imam Ahmed, rahimullah, als er im Sterben lag, dass er, wie heißt das, wenn man, heißt das Stöhnen? Heißt das Stöhnen, wenn er mal zu Schmerzen so, ah, so, ja, heißt das Stöhnen? Aus Schmerzen, ja. Dann wurde ihm gesagt, dass das aufgeschrieben wird. Sogar das aufgeschrieben wird, alles, was der Mensch ausspricht, wird aufgeschrieben auf der Waagschale, dann hat er das unterlassen. Sogar das hat er unterlassen aus, heißt das Stöhnen? Dass diese Geräusche von sich gibt, die man bei Schmerzen erleidet, und der Tod ist nicht leicht mit Schmerzen verbunden, und dadurch werden auch die Sünden getilgt. Deshalb, Allahu A'lam, musst du jemanden fragen, der Wissen hat, aber wenn ich jetzt mit einem Bruder über eine Krankheit spreche, es bringt mir auch Erleichterung tatsächlich. Ich spreche manchmal mit Betroffenen, die das auch haben, über eine Krankheit. Oder ich spreche mit einem Bruder, um manchmal zu sagen, Bruder, ich habe eine Krankheit, ich kann das zum Beispiel nicht. Ein Bruder zum Beispiel, subhanallah, da war nicht schön, das fällt mir gerade ein, und ich war sehr sauer auf ihn, um ehrlich zu sein. Es gab einen Bruder, wir sollten hier alle in der Moschee aufräumen, ja? Und dann habe ich dem Bruder gesagt, komm Bruder, jeder hat mit angepackt, subhanallah. Die ganze Moschee, müsst ihr euch vorstellen, jeder nimmt was und der Bruder steht da wie ein Esel. Ne? Und ich schaue den an und sage, ey, hallo, geht's gut? Ja? Pack mal was an, ne? Beweg dich, yalla. Und er, nee, Bruder, geht nicht. Ich war richtig sauer, ich sage, was soll das? Bist du hier eine Prinzessin oder was ist das hier? Alle arbeiten und der König Salomo, Suleiman. Auf jeden Fall gar nichts gemacht. Ich war sauer auf ihn. Okay, du, subhanallah, als du letztes Mal Hilfe gebraucht hast, haben wir alle geholfen. Umzug oder irgend sowas. Ja, man muss irgendwas tragen. Und jetzt, Allahs Haus braucht Hilfe und du guckst dann aus, guckst da zu, ja, Zuschauer. War ich sauer auf ihn. Später, irgendwann, war ich sauer und bin zu ihm gegangen und sagte, Bruder, was sollte das, Bruder? Alle helfen dir und jetzt braucht Allah deine Hilfe. Ja, Allahs Haus braucht, Allah braucht keine Hilfe. Allahs Haus braucht Hilfe. Und du hilfst nicht mit. Er sagt, Bruder, ich hab Rücken. Ja, er hat wirklich Rücken. Sonst sagen alle, ich habe Rücken. Bei Umzug haben alle Rücken. Ja, aber er hatte wirklich irgendwas OP oder irgendwas Schlimmes. Aber hätte er sagen müssen. Hätte er sagen müssen, sagen, Bruder, ich habe gerade eine OP. Bruder, ich habe richtige Schmerzen. Bandscheibe oder wie das heißt. Möge Allah uns bewahren. Khalas, sag das. Das kann ich doch nicht an deinem Gesicht sehen. Dass du krank bist. Dass du Schmerzen gerade hast. Dass du gerade Tablette genommen hast wegen Schmerzen. Weiß ich doch nicht. Deshalb, man hat die Pflicht, das zu sagen. Schön, dass wir versuchen, positiv zu denken. Aber wenn du jemanden siehst, der sieht aus wie ein Bär,
aber macht gar nichts. Dann sagst du, irgendwas passt nicht. Er hätte das sagen müssen, aber war auch ein bisschen falsch von mir. War ich ein bisschen zu streng für ihn, bei ihm. Der sagt noch her. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.